Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer kleinen Partie Nuke. Ihr wisst ja, die Map wurde komplett redesigned und hat jetzt keinen Catwalk mehr. Aber da kann man direkt drauflaufen, oder? Hier auf. Ja, kann man, sehr gut. Hallo! Boys! Hallo Team. Hallo. Vent Rush on B? Oh, it's alright. Gut, wir gehen direkt auf Vent zu. Ich bin der Erste mit dem Bümpchen. Go, 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 go. Jawohl. Jawollo, Prollo. Und da ist der Plant auch schon durch. Da sind welche in Main drin. Was machen die da oben? Hier ist irgendwie gar nichts auf B. Oh Gott, sorry. Oh, fast den nächsten. Nein, 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 Jungs, ich wollte rein. Warum geht da der Headshot nicht rein? Ich hab den Mate so in die Fresse geschossen, ne? Bombe geht hoch, du Lurch. Jawollo. Was habe ich dem Mate gegeben? What the fuck? Ich bin eben einfach so aus dem Spiel rausgeflogen. Bei voller Connection? Rollt ihr mich gerade den Berg runter? Die Runde haben sie geholt, sehr schön. Was war das denn? Hatte ich hier im Internet Breakdown oder was? Ich guck mal Richtung Ramp, was sie da so stehen haben. Ich denke, da kommt jetzt vielleicht gleich was. Oder auch nicht. Die wollen jemanden kicken. Alle sind low, außer ich. Was geht hier ab? Baba. Hier ist er ja on spot. Ha! Noch abgefackelt, Alter. What, schon wieder ein Teamkill? Leute, was macht ihr denn? Wo ist denn der Kollege? Er hat Geld, okay. Es fing schon mal sehr gut an, aber ich denke, jetzt wird das hart. Ihr wisst, das ist eine Ultra-City-Map. Das heißt, die sind jetzt im vollen Advantage-Schiss. Im vollen Hosenschiss sind sie jetzt. Ich verstehe die nicht. Sind die am Spawn oder was? Hahaha. Keine Ahnung, was die Cities machen. Ich stehe an Stellen, die überhaupt keinen Sinn machen. Also entweder haben sie noch nie Nuke gespielt. Ah, Bombe ist A, alles klar. Oder sie sind... Retarded. Ich habe mir jetzt vorgenommen, auch Nuke und Train mit in meinen normalen Map-Pool zu nehmen, also auch in diese Matchmaking-Videos. Ich habe sogar kurz über Canals, Agency und Co. nachgedacht. Was ist es noch? Office. Ich dachte kurz, hey, vielleicht mache ich die auch mit rein. Einfach alles außer das 2. Damit wir map-technisch hier auch eine schöne Abwechslung haben. Ach, da ist ja kein Fenster mehr, stimmt. What? Alter. What the fuck? Ich habe einen Assist bekommen. Wie? Hieß Radio. Es hieß, dass die Map nicht mehr so City-seitig sein soll nach diesem Update, aber ich finde, es ist sogar noch mehr, weil man den Cat nicht mehr hat, um als T richtig wirken zu können. Es ist irgendwie noch schwieriger geworden. Cat fällt einfach komplett weg als Maßnahme. Und trotzdem steht es hier gerade 5-0. Vielleicht haben wir welche erwischt. Ein Clan oder eine Gruppe aus Kumpels, die sich gesagt haben, hey, wir haben noch nie Nuke gespielt, lass uns mal versuchen oder irgendwie so. Und dabei kann ich mir das nicht erklären, was da los ist. Die spielen so retarded. Das war überraschend. War der oben auf den Silos gesessen? Nee. Nee. Oder was es sein soll, da mitten auf dem Spot war. Also falls ja, dann Chapeau. Chapeau, Monsieur. Merkwürdiges Spray. Da hätte ich doch eigentlich Taps erwartet. So, falls der Lurch jetzt gleich wieder gerusht kommt. Da steht nie einer. Der steht nie unten bei Ramp. Der, oh, oh, du kleiner Lucky Boy. 5 HP left on Ramp. Oh, mit 5 HP hat er noch. Ja, die spielen Ramp nicht richtig. Da müsste eigentlich eine AWP stehen da unten. Und mich jedes Mal wegklatschen. Nice. Das Team ist übrigens auch wieder sehr nice. Trust sei Dank. Lurchy Boy. Lurchy Boy. Deiner verstunkener Lurchy Boy. War der on spot, I think? He's down. Junge, sag doch an, wo sie sind. Ich hab ein Sternchen. Lalala. Wenn du übrigens noch ein Team suchst, egal auf welchem Rank, dann schau mal in der Steam-Gruppe vorbei. Die Dummbabla heißt die Steam-Gruppe. Das ist unsere offizielle... Die Dummer bei Steam-Gruppe eben. Und da sind ganz, ganz viele Leute, die Mitspieler suchen. Also guck ruhig mal rein, erstell aber nicht sofort einen neuen Thread zur Suche. So, wo hat mir die Bombe hingelegt? Da fällt auf dem Dach. Sondern schaut erstmal bei den anderen rein, die auch schon gesucht haben. Seid ihr durch? Let's Gibby. Das ist nämlich manchmal noch die kleine Problematik, die sich da aufbaut. Viele Leute schreiben immer nur, ich suche, ich suche, ich suche, aber keiner antwortet. Bei denen, die suchen. Weil jeder seinen eigenen Thread haben will. Also geht einfach mal in die Suche rein. Da steht dann, ich suche für Silberspiele, ich suche für Goldnova und so weiter. Denn mit einem festen Team ist die ganze Show nochmal deutlich einfacher. Als, ja, halt lonely. Kobe! Kobe! Was ist denn hier? Das habe ich doch gar nicht gesehen. Wie sieht denn das aus? Mein Gott, Fridolin. Nach dem letzten Video haben mich wieder einige angeschrieben und gefragt, ja, wie ist es mit dem Trust-Faktor? Wie kann man den eigentlich erhöhen? Ich habe darüber ein Video gemacht. Schreibt einfach in die Video-YouTube-Suche Trust-Faktor erhöhen. Der Dummbabler. Vielleicht noch hinten dran. Müsst ihr nicht zwingen. Ich glaube, Trust-Faktor erhöhen reicht schon. Da müsste mein Video kommen. Da habe ich alle Punkte angesprochen, durch die euer Trust-Faktor steigt. Oder durch die ihr ihn eben erhöhen könnt. Die Faktoren, die ihn ausmachen, schlicht und ergreifend. Keine Ahnung, was diese Cities hier machen. Ich weiß es. Ich verstehe es nicht. Let's go away, guys. Ace clear. Ich muss sagen, das Window fehlt mir doch ein bisschen hier. Auch wieder ein Punkt, der nicht für die Tees gemacht ist. Sondern wiederum für die CTs.
weil sie noch sicherer auf A stehen können. Ah, scheiße, Mann, die Bombe geht ja gleich hoch. Ich stehe direkt neben dran. Durch dieses kleine Window in der HUD drin konnte man easy den Main-Spieler ausschalten. Und jetzt kannst du maximal auf gut Glück durchbangen. Krasses Game. Richtig krasses Game. Ich dachte noch, naja, Nuke, Train mit den Maps, wenn ich da drauf komme. Wer weiß, mit welchen Leuten ich da zusammengewürfelt werde. Aber wir haben ja echt ein krasses Team am Start. Ich bin sehr zufrieden. Die haben schon einen Bot. Ich wollte gerade sagen, habt ihr das gesehen? Ah, das war ein Bot. Es zählt nicht. Ah, scheiße! Da war schon einer. What the fuck? Lass uns Ramp gehen, Boys. Outside ist down. Garage ist down. Ah. Oh, Schisse! No! Scheiße. Ich habe auf einen Headshot spekuliert, aber ich habe es nicht gebacken bekommen. War viel zu low gezielt. In so einem Fall kann er sich doch ducken. Oder mir zuliebe. Doch der Scherei geht der Headshot, ne? It is time now, my brothers! Aber ist einer AFK? Ich kaufe dem kurz, bevor er nichts hat. So, damit er wenigstens eine AK hat, wo er schon nicht einkauft, der Dödel. Ich merke hier an uns aber auch echt einen kleinen Fehler. Und zwar sind wir... Also wir machen Dinge frei und es wird fast gespielt wie bei einem random Freundschaftsspiel oder sowas. Niemand geht dann auf Plan oder so richtig aufs Objective. Die Leute laufen rum und dödeln vor sich hin. Oh, raffinierter Wurf, Monsieur. Nein, ich hab mich gerade gekratzt. Ah, Timing vom Feinsten, mein Freund. Logischerweise kratzt man sich auch nicht in so einer Situation, ich weiß, aber wenn's juckt, dann juckt's halt. Naja, man muss halt kratzen. 2 gegen 2, das ist noch drin. Komm, 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 der Sieg ist noch drin. Oh! Oh. Es sind nur noch 2. Er ist tot. Wir müssen alle zusammen was machen, dann wird das schon was. Wir dürfen noch nicht. Orange, we're gonna be. Ich hoffe, Orange kommt mit. Er hat nämlich die Bombe. Oh, ich bin full flashed. Oh, ja, edle Kacke. Down. Go, go, go. I smoke you, Orange, for plant. Okay, haben wir im Griff. So, ich denke, dagegen können sie nichts machen. Also, die spielen sehr verpeilt. Ich habe es eben schon erwähnt. Wir haben auch jetzt die letzten 2, 3 Runden doch irgendwie bescheuert gespielt. Aber auch nicht ultra bescheuert. Halt so langsam. Also, als wenn wir gegen Silver spielen würden und das wüssten, als wenn wir smurfen würden. Fast schon Trolling. Fast schon Trolling. Aber wir müssen zurück zum Controlling. Na? Oh, shit. Oh, no. Ha! Ich wollte eigentlich den Bombenleger killen, nicht die 3, die vor mir stehen. Als der oben gesteppt ist in Ramp, dachte ich noch kurz, ich schmeiß auch einen Molly drauf. Da war aber schon einer draufgelegen. Ich denke von dem Mate, der dann kurz darauf gestorben ist. Ich hätte auch voll auf mich aufmerksam gemacht, hätte ich ihn direkt geworfen. Bin mir sicher, er rusht jetzt gleich einer aus purer Verzweiflung. Da ist einer. Geplant. So, he's on spot. Wo ist der letzte? Hä? Ah, ist er gar nicht bei der Bombe. Okay. Oh, ich lad gerade, das hat er gehört. Das hat er gehört! Er hat keine Chance mehr, er kann nur noch safen. Ich denke, er safe jetzt die AK. Also wenn er nicht bescheuert ist, safe er die AK. Wenn er bescheuert ist, die UMP oder was er hatte. Ich hoffe, dass wir jetzt hier alle Runden komplett fertig holen. Also jetzt diese letzte auch noch klatschen. Denn ich kann mir doch irgendwie ganz, ganz leicht vorstellen, dass wir bei CT gar nicht so gut sind, weil das Team dann doch irgendwie so, so Larifari spielt. Ihr wisst ja, ich nehme ein Spiel eher selten auf die leichte Schulter, eigentlich nie. Und das sind vielleicht möglicherweise Leute, die es dann doch, wenn es gut läuft, auch 1, 2 Runden schleifen lassen. Dabei will ich doch eigentlich den schnellen Sieg haben. Hier, ihr kriegt auch meinen Molly noch, ihr Schweinepriester. One still ramp. Last one is ramp. Low HP, 11 HP left. Ah, das ist doch nicht wahr, oder? Hab ich jetzt mit dem rumgekackt? Der wird doch jetzt nicht in der letzten Runde safen. Oh, der defused. Das wird ein ziemlich krasser Punkteschub. Wenn wir jetzt bei City auch alles noch holen, dann bin ich bei, denke ich, auch wieder 50, mindestens eher 60 Punkten. Das Spiel davor war auch ein Win mit 65 Punkten. Ich stehe, glaube ich, mittelmäßig vorm Uprank. Es fehlen vielleicht noch 2 Games. Ja, merkt ihr es? 2 haben jetzt nicht gecallt, Orange und Blau. Und schon gehen sie woanders hin. Okay, I go away then. Okay. One was secret. Now they're going secret to be. Nein, er drückt mich weg. Oh, ich habe aber auch gerade echt geschossen wie keine Ahnung. Es war gerade ziemlich hackelig. Wer rechnet damit, dass er auch da hochkommt? Die haben doch die Bombe. Wollen die nicht so schnell wie möglich auf B und planten? Na gut, habe ich gesagt. Das habe ich. Oh, oh. Jungs, der letzte... Oh, nein. Blue steht ja ganz gut. Er kann bei den Vents hoch. Oh, nein, was machst du? Blue, was? What the fuck, Blue? Blue macht jetzt so laute Geräusche, dass der Gegner ihn auf jeden Fall hört. Scheiße, bitte. Und er hat keinen Diffuse.
Ah, was für ein Dummbatz! Okay, das war echt auch blöd für den T, ne, dass der City eben genau da oben kommt und nicht aus Nador oder von direkt über ihm. Er kommt von schräg oben und kann ihn klatschen. Drei Runden noch, dann ist der Sieg drin. Also, da ich von meinem Spot vertrieben wurde, gehe ich halt direkt zu Door. Squeaky One, ah, hier ist dieses Pushed Vents. Nein! Hier ist Low HP in Vents. Scheiße, nein, das war dumm. Ja, he's down, okay. Nice. Na, ich muss nur noch auf die 50 Punkte kommen, Leute, hallo? Wo sind die? Ah, die sind die Mates schon drin. Oh, einer ist oben noch irgendwo, glaube ich. Versteckt, also hinten oben. Ist doch niemand, sieht die? Kommt da. Wo ist denn Purple, hä? Ach, Purple war unter ihm. Ah, Purple war unten. Ich hatte noch gut, Purple sieht ihn auf jeden Fall, der schleicht da ja rum. Einfach um close zu sein, falls er kommt. Ah, da kann man hoch. He's Catwalk. Und da sind die 50 Punkte da. Na, also es geht doch. Achtung. Ich verstehe die Gegner wirklich nicht. Ich weiß nicht, was sie hier gemacht haben, was sie sich dabei gedacht haben. Doch, 15-3 ist zu krass. Sie haben bei City angefangen. Da hätten sie schon irgendwie ein paar Runden holen müssen. Zumal wir eben nicht jedes Mal gerusht sind. Wir haben, glaube ich, 2 Runden nur gerusht. Also wirklich feste gesagt, da gehen wir jetzt hin. GG, guys. Oh! Oh, da ist er wieder, der Adler. Ihr schicket ihm, schicket ihm. Uprank, thanks, guys. You deserve it. Dankeschön, dankeschön. Du bist ein guter Mann, Adolf. Du bist ein guter Mann. Ich werde dich meine Ansprache auf jeden Fall nennen. Ich würde sagen, dafür kann man schon mal einen Daumen nach oben geben. Und es gibt auch noch 2 Duel Brettas Kobalt Quarz. Warte mal, die sind kacke aus. Kobalt Quarz. Schreibt einfach mal nebenbei noch. Nebenbei. In euren Kommentar, der wahrscheinlich schon längst besteht, ihr könnt das ja bearbeiten, noch hinzu, ob ihr an sich oft Videos bewertet, also mit dem Daumensystem, oder ob ihr einfach nur kommentiert oder nur still schaut, so irgendwie, also was da euer Masche ist. Danke fürs Zusehen. Woo!